Oberösterreich im Ersten Weltkrieg. So lautet der Titel der Ausstellung, die derzeit im Linzer Schlossmuseum zu sehen ist. Im kommenden Juli jährt sich zum 100. Mal der Beginn des Ersten Weltkrieges, der sogenannten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung betrachtet den Krieg aus einer anderen Perspektive. Es geht das erste Mal weniger um die Kriegsfront, um das, was die Soldaten erlebt haben, sondern darum, wie haben die Menschen hier in Oberösterreich den Krieg erlebt. Der Krieg war ja grundsätzlich weit weg, einige hundert Kilometer entfernt, aber jeder war vom Krieg betroffen. Man hat gesagt, alle müssen Opfer für den Krieg bringen, auch die Frauen, auch die Kinder. Zum Beispiel hat man gesammelt für den Krieg Wäsche oder Metalle. Wir haben die 7B-Klasse des Gymnasiums Wels auf ihrer Tour durch das Museum begleitet. Die Ausstellung stellt vor allem das Leben der Bevölkerung im und mit dem Krieg in den Mittelpunkt. Lebendig und anschaulich wird den Schülern die Geschichte erlebbar gemacht. Bei uns hat sich das wirklich angeboten, weil wir vor ein paar Wochen ja den Ersten Weltkrieg im Unterricht durchgenommen haben. Und da ist diese Ausstellung eine ideale Ergänzung zum Unterricht. Es ist bekannt, dass der Erste Weltkrieg ein totaler Krieg war, aber das lässt sich im Unterricht nicht so gut vermitteln. Aber in dieser Ausstellung wird es erkennbar, wie dieser Krieg alle Bereiche der Gesellschaft und des Lebens erfasst hat. Sei es der Schulalltag der Kinder, der nicht immer einfach war, oder die Versorgung durch das Rote Kreuz, die mittels Mobilität immer einfacher wurde. Die Ausstellung lenkt den Blick auf die anfängliche Kriegseuphorie der Menschen, die jedoch rasch in Ernüchterung und Ermüdung überging. Den Schülern hat es vor allem die spannende Aufbereitung angetan. Mir hat es gefallen, dass wir grundsätzlich viel mehr Wissen erweitert bekommen haben. Es ist im Unterricht bei uns so, dass wir natürlich viel mit Medien arbeiten, aber es, so wie in einem Museum wie hier, geht leider nicht. Das kann man in keiner Schulklasse machen. Das ist einfach das super Tolle hier. Wir haben einfach Medien bekommen, mit denen wir das Wissen einfach festigen können. Und das ist einfach so perfekt hier. Dass man einfach gesehen hat, wie es den Menschen wirklich gegangen ist im Krieg, weil man lernt im Geschichteunterricht halt so Fakten. Natürlich auch lernt man auch, wie es den Menschen gegangen ist, aber ich finde, die Ausstellung hat es sehr bildhaft gezeigt, wie es wirklich war und wie die Menschen gefühlt haben und gedacht haben. Das hat mir gefallen. Die Ausstellung geht noch bis zum 16. November. Schulklassen können sich jederzeit für Führungen anmelden.